können wir das Teil hier aufmachen. Oh, ja. Da ist es ja. Es soll Power. Den Ball fallen lassen, bevor Leica. Es das Ding kaputt macht. Ist nicht so, als könnten wir einen neuen kaufen. Na los, Leica. Mach dir keine Sorgen wegen Hicks. Ich muss nur an deinem Training arbeiten, damit es ihm keine Sicherung raushaut. Mal weg hier. Oh, geil. Warte mal, jetzt stell mich vorne richtig hin. Warte mal kurz. Oh, was? Gib her. Jetzt der große Test. Kann es sich merken, wie man Verstecken spielt? Geh zu dem Baum da und fang an. Los geht's! Geh zu dem Baum. Welchen Baum? Welcher Baum? Der hier vorne, oder? Okay, ich geh einfach mal mit Hicks mit. Hicks, warte doch! Verstecken spielen beginnt bei dem Baum. Simples Tier, simple Regel. Ja, ja, ich bin gleich da, keine Sorge. Keine Hektik hier. Leica, sollen wir Verstecken spielen? Es ist zu weit weg. Versteck dich. Ruf es her. Ich verstecke mich. Bin ich hier gut versteckt? Wie spiele ich jetzt mit dir Verstecken? Leica, sollen wir Verstecken spielen? Okay, das ist glaube ich nur so eine Art Minigame, oder? Oder ist das questtechnisch jetzt relevant? Warte mal. Ich spiele mit Leica Verstecken, okay. Repariere die Vogelscheuche. Die Vogelscheuche ist repariert. Was willst du denn bei der Vogelscheuche noch machen? Warte, Leica, lass mich durch. Ich guck mal zu den Vogelscheuchen. Das ist so geil. Kann ich einen von denen eigentlich abwerfen oder wie ist das? Ja, einfach durch den Fisch gehen, das ist schon episch. Kriege ich hier Fallschaden? Okay, Test fürs Let's Play. Kriege ich hier Fallschaden? Ich kann da gar nicht mehr rangehen, die Kippe. Kriege ich Fallschaden? Ich kann da gar nicht rangehen, die Kippe. Schade, schade, Schokolade. Okay. Das ist auch schon mal geregelt, dass wir da keine Angst haben müssen. Also X. Kann jeder selbst X weg? Das ist gut. Geil. Krass, ich kann mich hier wirklich umschauen. Ist okay. Ist okay, voll okay. Leica, lass ich einfach mal links liegen. Repariere die Vogelscheuche. Oh, die ist doch repariert. Oder gehört das, da was anderes als Kopf drauf? Das kann es natürlich sein. Soll ich eine Kiste oben drauf packen? Muss man seine Kiste oben drauf packen? Toll! Sehr gut! Gilt das? Nein. Zählt anscheinend nicht, okay. Das sind Bälle. Geil. Ach, warum wirfst du nicht ein paar Körbe? Ein paar Körbe? Wo? Ach geil. Das geht doch nicht. Okay, das will ich jetzt schaffen. Warte. Das geht doch nicht. Wie willst du das denn hinkriegen? Wer? Hicks, gehst du bitte mal weg? Ja! Easy! X, was sagst du jetzt? So. Wie geil das jetzt aussieht. Kann ich die? Nein, kann ich nicht. Okay, das ist ein bisschen so Art. Müssen wir jetzt mit Decky Verstecken spielen oder müssen wir nicht? Ist die Vogelscheuche jetzt repariert oder ist sie noch nicht repariert? Dieses Tier ist niemals clever genug, um den Slalom zu absolvieren. Ja, okay. Was ist jetzt mit Slalom? Kann ich mit Leica noch interagieren? Wie ist das? Hicks, sag mir doch, was ich machen soll. Knapp, aber nicht ganz. Ja, okay, Leica hat hier Spaß. Ich gehe nochmal hoch zum Generator, mal gucken, ob wir da noch was machen können. Denn ich habe keine Ahnung, wie man die Vogelscheuche reparieren soll.
Lustige Sache ist wahrscheinlich ziemlich dumm, so lange im Voraus aufzunehmen, da ihr wahrscheinlich das Spiel komplett wieder mal in- und auswendig kennt und mir helfen könnte. Was ist das hier eigentlich? Also das ist ein reines Interesse. Also das ist der Generator, alles klar. Und das hier hinten macht jetzt was genau? Lecker, sei still mal. Du bist zu weit weg vom Wix, Robin. Geh in Reichweite, um das Multitool aufzuladen. Okay, hier ist das Multitool aufgeladen. Ist ja gut. Ich kann die Kiste trotzdem nicht öffnen, was? Spielzeuge sind in der Kiste. Ganz genau, wie ich es mag. Ordentlich. Gute Arbeit. Oh, das wird nichts. Hey, warte mal. So, das wird nicht klappen. Warum? Ja, das siehst du mal, natürlich klappt das. So, kann ich das jetzt? Ja! Was ist Laikas Lieblingsspielzeug? Das denn? Laika? Laika? Warte mal, kann ich hier das aufsetzen? Ja. Komm mit, Laika. Schneller! Gut, Laika. Hat aufgegeben. Wo ist denn die Käppi jetzt? Ich will die Käppi. Weil ich wieder vorne biegen muss hier. Laika. Laika, hör auf zu spielen. Sie sind voller Ernst gerade. Laika. Kann ich hier das nicht aufschützen? Wir machen Hipster-Dino. Das entehrt tausende Higgs-Einheiten, die sich bei der Evakuierung der Esmeralda selbst geopfert haben. Molly? Ich verwehre mich gegen den Gebrauch einer Higgs-Einheit als Kaufspielzeug. Nee, ich will, dass der natürlich bleibt, die Leiter. Mal hier. Mal doch, mal. Was ist das? Hier sind halt keiner. Kann ich hier rein, die Wäsche unten durch? Ist so ein bisschen ausprobieren gerade, aber ich mag das eigentlich ganz gern. Hier drin. Hui. Eine Art Helm. Brauchen wir aber auch nicht eigentlich. Und hier haben wir noch so ein Bowling-Pin. Finde ich eigentlich ganz geil, muss ich schon sagen. Wenn ich das hier verschiebe, brauchen wir dafür irgendwas? Da kann man daraus irgendwie Stufen bauen oder so. Die auch so mächtig sind, dass wir das hier wegschleudern können. Okay, können wir nicht. Schade. Ich dachte, ich kann das jetzt richtig wegschleudern. Schade, schade, Schokolade. So, Higgs, sag mir doch jetzt mal genau, was hier zu tun ist. Weil durch die Schranke hier kann ich nicht durch, oder? Kann ich die Schranke hier durch? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist wirklich eine feste Schranke. Ich war vorher so. Was ist das denn? Was? Warte mal. Kann ich das nicht irgendwie ausschalten hier? Geil. Wie putzig! Dinosaurier! Der Flugsaurier drum braucht nichts Besseres tun, als die ganze Zeit hier rumzusegeln, ne? So, jetzt sind wir schon ziemlich lang hier im Lager. Was ist denn los? Ich bin wieder verstopft. Ja. Haben wir denn vielleicht doch irgendwelche besseren Arme oder Köpfe für die Vogelscheuche? Das ist natürlich auch eine Option, die es zu bedenken gibt. Oder wir werfen noch einen Korb. Oder nicht. Hervorragend!
Sehr gut. Hervorragend. Okay, das passt. Da gibt mir eben eine Bestätigung. Aber wie repariere ich denn jetzt komplett? Wurde dafür Hicks anwählen vielleicht? Hicks, bleib mir. Hicks anwählen? Nee, ich kann die Vogelscheuche nicht anwählen. Bitte leite ich hier nichts zum Generator, ist okay. Kann ich komplett Strom auf den Fall. Okay, ich kann hier nichts mehr machen mit Hicks. Also wie krass einfach die Bäume vor einem sind. Alter, wie krass! Aber wenn man sich das 3D mal anguckt, das ist schon episch. Das ist schon krass. Aber Hicks, kannst du mir mal sagen, wie das hier weitergeht? Das ist ja dann irgendwo noch bessere Arme oder so. Oder einen besseren Kopf. So was zum Beispiel. Testen wir mal. Oh Mann, das rollt ein bisschen weiter. Mann, Papier! So, ich kann nicht so... Ernsthaft? Hallo? Hallo? Nein! Er ist fort. X, reparier das jetzt. Kann ich jetzt hier damit was machen, oder? Damit kann ich auch nichts machen. Ich bin ja gerade ein bisschen aufgeschmissen, muss ich schon sagen, aber schön aufgeschmissen. Also es gibt Spiele, wo ich das mehr hasse auch. Der Käfer, ich will den auch. Ich sehe vielleicht noch einen besseren Kopf. Sowas. Kann ich nicht, okay. Schön. Was bringt das genau? Hierher. Gut. Schön. Was bringt dieser Laser? Okay, gucken wir mal in die Kartenmenü. Repariere die Vogelscheuche. Die ist repariert, verdammt! Jetzt zeig mir doch mal genau an, wie man das macht. Zu Hause. Kann ich da irgendwie da näher ran, ne? Infotarium. Kreaturen. Wir haben doch die andere Kreatur jetzt schon gesehen. Okay, kann man doch nicht auch keine Schade, Schokolade. Optionen und Spiel verlassen. Okay. Ist akzeptiert. Kriegen wir hin. Ich darf nicht zu lange hier rumlaufen. Ich will mal die Klippe hier mal runter gucken. Alter, diese Musik! Perfekt eingesetzt hier. Das ist ein Paradies. Das ist einfach ein Paradies. Kannst du damit irgendwas machen? Mhm. Wie ist das hier abgelegt? Steht da oben, oder? Earth. Erde. Okay. Wo ist Laika? Komm! Laika! Wir wollten da Versteck spielen, komm her! Nee, Versteck spielen stand doch oben beim Baum, hat's geheißen, ne?
testen wir nämlich das mal. Vielleicht kriegen wir das hier hin. Mehr wie die Vogelscheuche, weil die Vogelscheuche sieht immer noch so. Ah, falsch aus. Da braucht man noch spezielle Teile oder so. Wenn ihr dazu was wisst, ab in die Kommis damit. Vielleicht jetzt sieht es ja aus, dass ich es bis dahin, bis wir das machen, auch berücksichtigen kann. Wenn ich nicht zu weit im Voraus aufnehme. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt im Voraus aufnehme, aber es werden schon 2-3 Völkchen sein. Ja, doch. Wir können auch rein direkt wieder reingehen. Das sollten wir das auch machen, weil das ist ja auch das Ziel gerade. Ich gehe jetzt einfach mal zum Baum hier hoch und spiele mal ein bisschen eine Runde Verstecken mit Leica. Den Befehl kann es nicht ausführen. Ja, ist okay, ist okay. Wo kann ich nicht Verstecken spielen? Das war hier, oder? Leica, sollen wir Verstecken spielen? Es ist zu weit weg. Ruf es her. Komm her. Jetzt kannst du das Versteckspiel starten. 10, 9, 8, Spiele 7, fair. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich komme. Voll fair, ich hab voll gelunzt. Was ist immer in die Richtung gelaufen? Ich dachte, wir müssen weg, aber wenn man selbst zählt, dann muss der andere sich verstecken, hab ich ganz vergessen. Immer wärmer. Was hat es denn da? Das ist eine Higgs-Einheit. Schaff dein Haustier weg von ihr, bevor es sie ernsthaft beschädigt. Sie enthält wertvolle Daten. Wir sollten sie sofort scannen, Robin. Wertvolle Information, hm? Wie ist sie hergekommen? Man wird doch nicht einfach ins Lager so geweht. Dein Haustier muss sie hergebracht haben. Da sind Bissspuren an der Außenhülle. Nice. Fortschritt freigeschaltet. Koloniemission. Kann ich das auch abspielen? Esmeralda, Commander. Hallo? Hier spricht Higgs-Kolonieeinheit 11886 von der autonomen Go-Ahead-Sonde. Ich kann melden, dass wir Tyson 3 erreicht haben. Derzeit dringen sämtliche Landwirtschaftskapseln in die Atmosphäre ein. Da wir sie seit Jahren nicht erreichen konnten, haben wir umgehend unsere eigenen Landeprotokolle initiiert. Ich denke, der Fehler liegt auf unserer Seite. Etwas muss uns im Raum zugestoßen sein. Nur was ist diese große Frage? Hallo, Commander. Hier spricht wieder Higgs-Kolonieeinheit 11886. Da wir noch immer nichts von Ihnen gehört haben, wollte ich Ihnen mitteilen, dass wir die ersten Gebäude errichtet haben, obwohl natürlich noch keine Menschen da sind, um in ihnen zu leben. Es läuft nicht so gut wie erhofft. Es gibt wilde Tiere. Es ist nicht gerade sicher auf der Oberfläche, aber zumindest kann man atmen. Man kann atmen, das ist schon geil. Das ist auf Tyson 3, so heißt der Planet. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Also wurde, glaube ich, mal in der Sequenz erwähnt. Ort, unbekannter Ort. Commander? Hallo? Sie kommen doch zu Tyson 3, korrekt? Ich weiß nicht, wie lange wir schon hier sind. Meine Uhr ist stehen geblieben. Ich würde Ihnen ein Bild der Oberfläche schicken, aber meine Kamera ist ebenfalls defekt. Die Röhrenapartments Modell B, die Sie mitbringen, werden schön sein, nicht wahr? Unterhaltungssysteme, Regenwaldduschen, Barbecue. Ja. Diese Jungs haben einen Landeplatz gebaut. Wenn unsere Crew da draußen ist, werden sie dort die Kolonie gründen. Die Higgs-Einheiten können uns sagen, wo sie sind. Es muss noch mehr geben. Finden wir sie. Verstehe. Die Daten hier deuten an, dass noch 3 in der Nähe sind. Hier entlang. Okay, wir müssen die Higgs-Einheiten finden. Alles klar, okay. Schön, dass wir den roten Faden schicke es zum Tor hier. Diese Tiere sorgen dafür, dass das Tor zu ist. Geh jetzt! Kann Leica da durch? Leica kann da nicht durch. Geh jetzt! Gut. Jetzt lass ich sie anbellen. Leica, brüll! 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 Geschafft. Ich mache den armen Dingern nur ungern Angst, aber deine Freundin hätte sie wohl sonst gefressen. Ja, ist genau. Danke für all deine Hilfe heute, Robin.
Ich weiß, dass du dein Zuhause nicht ständig in Schuss halten willst, aber es ist überlebenswichtig. Und das ist, wie du weißt, meine größte Sorge. Spiel wird gespeichert, Fortschritt freigeschaltet ins Abenteuer. Nice. Das heißt, die Welt steht uns offen, zumindest immer erstmal in dieser Richtung. Ich will einfach losgehen. Ah, wie geil, dieser Wald. Ah, schön. Ich würde heute Morgen gerne mal nach der Farm sehen. Seit irgendwann gestern Nacht erhalte ich kein Signal mehr vom Kobold. Uns soll doch nicht das Essen ausgehen. Ja, ich höre dir nicht zu. Ich bin geflasht von der Grafik. Von allem. Oh, Butterflies. Es ist ziemlich unrealistisch, dass auf einem fremden Planeten, der so weit entfernt von der Erde ist, die komplett gleiche Evolutionsgeschichte sich quasi hier abspielt. Nur halt ein paar Millionen Jahre versetzt. Also so ungefähr 65 Millionen Jahre versetzt. Aber das ist ja unwahrscheinlich. Aber geil. Mega geil. Ne, Hicks, machst du so? Ich weiß, dass ich dich nerve. Aber es wird höchste Zeit, dass wir ernsthaft Forschung betreiben. Wieso fügst du nicht Tiere in das Infotarium? Ja, können wir machen. Wenn du sagst, Gesundheit. Wenn du mir sagst, wie? Gut, ein Platz zum Klettern. Weißt du noch, was du tun musst, Robin? Halte dich mit beiden Händen gut fest. Alter. Das ist krass. Das ist intensiv gerade. Nice, easy. Das ist geil, das ist mega. Aber wenn hier wirklich die ganzen Dinosaurier und so weiter überleben, wieso brauchen wir einen Raumanzug? Ich meine, die ganzen Dinosaurier, die werden doch wohl die gleiche Luft und so weiter atmen wie uns auf der Erde, oder? Und wieso tragen wir da einen Raumanzug? Also ich sehe es ja an den Handschuhen gerade. Wieso müssen wir den tragen? Ist ja eine Sackgasse oder wie? Oder kommen wir hier irgendwo noch höher? Nee. Nee, geht's nicht weiter. Scheint eine Sackgasse zu sein. Es sei denn, wir können das jetzt scannen. Ab damit ins Infotarium. Wenn du das überall machst. Moon Rover. Infotarium. Communication. Mount Rover. Okay. Wie geil. Wie geil. Berat. Der. Alter, das ist voll schlecht zu steuern gerade. Der erste Geburtstag dieser Mondbasis. Mein Vater war da auf der Erde. Er hat sich im Livestream angeschaut. Mit etwas Glück bin ich beim ersten Geburtstag der Kolonie auf Tyson noch dabei. Daniel. Achso, das ist ein Chatverlauf. Berat und Daniel. Tolles Foto, echt cool. Und das ist echt schlecht zu steuern gerade. Ich steuere das ja hier gerade mit meiner Kopfbewegung. Das ist gar nicht mal so easy. Warte mal. Sonst sollte das gehen. Tolles Foto, echt cool. Und wenn man bedenkt, dass das erst der Anfang von was ist DSEV war. Ein paar irre Mondtypen, die sich im Job abgerackert haben. Das ist voll schlecht zu lesen, wenn man sich. Der Kopf fliegt sich ja dauernd. Okay, jetzt ist easy. Genau wie wir. Hier ist noch was. War das. Hallo? Okay, ich dachte, wir sind schon am Ende. Dass man in Geschichten nicht lernte. Die Mission war ein finanzielles Desaster. Ich will Daniel lesen. Aber sie hat den Weg für den Bau der Esmeralda geebnet. Also Esmeralda ist das große Schiff, glaube ich. Ich will runter. Hat er doch noch etwas Gutes? Ja, hat er noch etwas Gutes. Okay, das mit dem Lesen hätten sie anders steuern können. Also dass man das mit dem nicht mit der Kopfbewegung steuert. Das ist ein bisschen doof gelöst. Aber ansonsten geil. Also, dass man so Insider-Wissen rauskriegen kann aus den Teilen, die man sammelt, das ist schon geil. Higgs-Einheiten. Ah, das ist das hier. Haben wir eine gefunden.
Und ich will auf jeden Fall alle Kreaturen sammeln. Ich will auf jeden Fall alle Kreaturen sammeln. Haben wir bald riesige Mengen von Daten. Oh ja, das hoffe ich doch. Das hoffe ich doch, mein Kleiner. Kann ich hier wieder runter, oder? Ich weiß nicht, ob du mich letztes Mal gehört hast, aber es ist höchste Zeit für etwas Wissenschaft. Wenn du Tiere scannst, wie will ich sie ins Infotarium? Naja, ist okay, ja. Ich will mich einfach umsehen, Hicks. Das ist so mega. Was ist das denn? Eine Maus! Oh nein! Scannen? Ein weiteres völlig intaktes DSF-Ausrüstungsteil ruiniert. War das etwa dein Tier? Undankbares Biest. Lass sie in Ruhe, Hicks. Sie ist eine Weise. Ja. Du hast recht. Ich weiß. Ich will die scannen! Lauf hin, ich will die doch nur scannen! Mann! Hä? Leica kann ich auch scannen? Geil. Wirklich mal nicht so viel. Leica! Sitz! Leica, sitz! Alter, Leica! Ich scanne jetzt eins. Gut gemacht. Eine Kreatur erfolgreich gescannt. Ich füge die Daten jetzt zu deinem Infotarium hinzu. Ja. Ich will gucken, warte. So geil. Leica, ja! Was? Was ist das denn? Full Moon. Wie geil. Gattung Tyrannosaurus, Größe 1,2 Meter. Getreide, kleine Tiere und Kartoffeln. Lebensraum, Grasland, subtropischer Regenwald und die Kapsel. Warte. Auch wenn er derzeit noch niedlich ist, wird dieser junge Tyrannosaurus bald ein gigantischer, wilder und unersättlicher Räuber. Dann mit nicht genug. Er weist eine uncharakteristische Intelligenz auf und ist in der Lage, menschliche Befehle zu verstehen und komplexe Spiele zu spielen. Je eher er unser Lager verlässt, desto besser. Och, Hicks, Mann. Geil, das einfach ist. Ah, schön. Ich will mehr Kreaturen scannen. Leica, ich mag dich. Wir brauchen eine X-Einheit, oder? Ich hab das übersehen. Aber ich wollte was übersehen, egal. Farb. Und Tod. Gehen wir mal Richtung Tod? Ich würde sagen, wir gehen mal Richtung Tod, oder? Richtung Tod klingt doch gut, oder?